schon, dass mein Studium mit dem Sport später verbinden zu können. Das mache ich ja schon jetzt im Sport, später dann vielleicht eher in der Wirtschaft wieder, wo mir meine Erfahrungen im Sport weiterhelfen. Und ich denke, dass diese beiden Sachen ergänzen sich sehr gut. Und, nicht alles im Studium, was man lernt, ist hilfreich, aber doch mehr, als ich gedacht habe. Und das merkt man vor allem jetzt in der Praxis, wo man merkt, ah, das habe ich doch mal gehabt im Studium. Und wenn man dann diesen Wissenstransfer rübernehmen kann im Sport oder dann auch später wieder zurück, dann ist das natürlich perfekt. Ja, der Kommunikationslehrgang, der hat mich sehr viel gelehrt. Wenn ich jetzt einen wichtigen Aspekt von vielen aufzählen müsste, dann wäre es sicher einer, den man ganz am Anfang gelernt hat, den ich ganz am Anfang gelernt habe von meinem Studium. Das ist, dass es immer einen Sender und einen Empfänger gibt. Und gerade jetzt als Sportler, wo man sehr viel auf diesen Internetplattformen, Twitter, Facebook sich aufhält, ist es sehr wichtig, wie man auftritt. Und man versucht auf eine gewisse Weise zu kommunizieren, aber man weiß nie, wie es ankommt. Ich definiere mich natürlich zu einem Teil über den Sport, nicht nur, aber das war schon auch eine Entwicklung, weil beim Sport erlebst du so viele krasse Niederlagen und du musst dir so enorm in den Spiegel schauen, wenn du auch mal eine Niederlage einsteckst, weil du hast es schwarz auf weiß, du hast nicht gefinisht oder eine nicht schlechte Zeit. Wirklich, ich habe ein paar Mal, oder bei meinem zweiten Ironman habe ich nicht gefinisht. War völlig euphorisch am Anfang und habe nicht gefinisht. Und diese Ups und Downs, die sind schon speziell beim Sport. Man ist einmal himmelhoch jauchzend, dann wieder zu Tode traurig. Und das, ich finde, das shaped einen schon, das formt einen schon. Man lernt auch zu verlieren, sich kritisch zu analysieren, eben in den Spiegel zu schauen. Ja, dachte ich jetzt, ich sei nur der Größte und Schnellste, aber beim Rennen war es dann anders. Also kann nicht, ich habe ein falsches Bild von mir. Muss ich wieder etwas kleinere Brötchen backen. Also auch ich habe das gehabt. Nach meinem ersten Ironman dachte ich, I'm the champ in Ironman Florida unter 9 Stunden. Sagen einem alle, du bist der neue, die Zukunft. Und dann bin ich auf die Schnauze gefallen beim nächsten Ironman. Und ja, solche Erfahrungen dann, das hat mich dann schon geprägt, ja. Sein Erfolg ist, aber du musst dir immer selber treu bleiben, glaube ich. Wenn du etwas spielen willst, dann kommst du, also sei es jetzt ja, im Leben nicht weit. Du musst irgendwie dir treu bleiben und stetig und dann kannst du dir auch einen Namen eben machen. Aber alle diese Social Media Sachen, die sind ja erst noch gekommen. Da hat man am Anfang auch Fehler gemacht mal, aber das ist auch nicht so schlimm. Man darf auch Mensch sein und Fehler machen. Aber ich denke schon, das Feedback, das ich kriege, ist sehr positiv. Und ich denke, das ist auch darum so, weil ich so bin, wie ich bin. Und ich spiele nichts. Und ich bin zufrieden mit mir. Und schlussendlich ist das sicher wichtig. Die Gründe, warum ich so kurzfristig jetzt meinen Start abgesagt habe in Singapur und dass ich mich entschieden habe für einen Start in Galveston, sind eigentlich zwei. Zum einen wollte ich nochmals etwas in die Wärme trainieren, darum fliege ich auch etwas früher in die USA und trainiere dort 2 Wochen. Und dann das andere ist einfach auch die Herausforderung. Man weiß ja, es sind schon einige geschlagen worden vor 2 Wochen in Panama von einem gewissen Lance Armstrong. Ist jetzt nicht meine einzige Motivation, aber ich denke, das wird sicher ein Showdown. Punkte gibt es auch sehr viele dort zu gewinnen. Es sind viele gute Leute am Start, nicht nur Lance Armstrong. Und von der Herausforderung her war das für mich eigentlich schon dann, ja, hat mich das überzeugt, doch nach Galveston zu gehen und mich dort zu messen. Die Form ist gut und warum nicht? Dann werden wir schauen, wie es dann ausgeht. Ich hoffe, ich werde nicht gelanced, wie viele schon geworden sind, aber wir vom Team mit Sebi und werden alles geben.